So, hallo, wir machen weiter. Bei Mario Gives Up 3, das letzte Mal, haben wir ein einziges Level und einen einzigen Exit damit geschafft, nämlich Volcanic Secret, aber wir gehen da nochmal rein, denn wir haben gesehen, dass der P-Switch... Das Level gefällt uns sehr gut, wir machen es gerne nochmal. Ja, weil das Level so schön ist, richtig. Deswegen. Das ist der einzige Grund. Hier, der Haufen bleibt. Wollen wir den Teil bis zum P-Switch vielleicht mit Safe Sets machen? Können wir, aber dann musst du das verantworten. Ja. Ich lese die Kommentare eh nicht, also wenn mich hier wer anmeckert, das geht eigentlich ins Leere. Dann muss Flo sich an dich wenden. Ja. Er fand auch schon die Safe Sets bei dem Röhrenlevel lame. Ups. Ja, gut. Er kann mir ja gerne irgendwie auf Twitter schreiben, das wird er ja irgendwie finden, bestimmt. Wird aber beschweren. Wollen wir mal schauen, ich werde mit ihm jetzt dann demnächst test.smc oder was es war. Mal Let's Play. Das ist sicherlich ein Kaiser-Hack. Echt? Ja, und Testpool SNC. Er sieht nicht wie einer aus. Okay, danke. Er ist als hart eingestuft. Ja. Also nicht very hard. Sicherlich ohne Safe-Sets. Deswegen, wir werden mal sehen. Ich bin gespannt. So, jetzt will ich hier mit den Koopa. Den Koopa, danke. Dass ich auch. Das Ding ist halt, ich gucke mir die meisten Mario Kart 3 Videos entweder gar nicht oder nur insofern an, dass ich durchscrolle. Weil ich das selber mitgespielt habe. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast selber mitgespielt, warum solltest du das Video gucken? Ja. Was? Ich gucke einfach nur in die Kommentare. Oh, was ist aber meistens halt auch nicht, weil ich kenne die Videos halt. Und ich verbringe meine Zeit dann mit was anderem. Mama! So, jetzt warte ich, bis er hier wieder die Pflanze killt. Denn das kann er, danke. Das ist mein Freund hier unten. Dann kill ich dich. Ich darf nicht den Midway Point auslösen. Daran muss ich denken. Denn wir sind schon beim P-Switch. Moment, ich könnte ja eigentlich auch einfach die oberen zwei Blöcke und dann könnte. Naja, egal. Nee. Wir machen das über den Protoball. Yes! So. Easy. Dann schmeiße ich gleich unten hinlegen. Ich schmeiß ihn schon mal runter. Ja, noch nicht auslösen vielleicht. Genau, deswegen lieber mal ein bisschen weiter weg. Und dann erstmal hier alles weg. So. Jetzt kann ich mit deiner Ruhe den ganzen Kram holen. Dankeschön. Nicht auslösen. Jetzt muss ich den Sprung da hoch. So, danke. Jetzt muss ich es auch nur noch bis zu der Röhre schaffen. Die aber jetzt eigentlich auch gleich kommt. Weißt du was? Safety first. Safety is number one priority. So. Kannst du wahrscheinlich kaputt schießen. Muss erstmal die Taste auf dem Controller finden. Bei mir ist es die obere Taste. Die ja, genau. Die war es auch. Und da haben wir es schon. Ha, ohne Safe States. Unten ist übrigens Action jetzt, ne? Ja. Karte auf oben beim Timestempel. Da fehlt einfach ein Teil. Okay, jetzt muss man hier aushalten. Interessante P-Switch-Warterei. Freunde, wenn das jetzt nur für die Feder ist, dann werde ich aber was. Ja, dann Start Select. Start Select. Aber nicht ohne die Blume zu holen. Wow. Tolles Secret. Aber mit der Feder kriege ich jetzt vielleicht den Climb-Ding hin. Also du willst den Climb. Du kannst es auch gerne selber spielen. Da hab ich nichts dagegen. Nein, du darfst gerne. Ich freiwillige vor. Was? Ich hab den nicht verstanden. Ach so. Stattdessen spiele ich halt dieses LSD-Level. Also LSD im Sinne von nicht sehr farblich, aber... Ach, ich kenne mich mit Drogen nicht aus. Okay. RIP. Gut. Will ich gleich die Feder oder will ich sie erst später? Ich wette, wenn ich sie jetzt gleich einsetze, ist sie dann weg. Sagen wir das Kokain-Level. Bitte? Sagen wir das Kokain-Level. Ja. Ich glaube, das passt besser als LSD.
Ach komm. Die ist mit Sicherheit sofort weg, so wie ich mich kenne. Jo. Und zwar beim nächsten, wie heißen die? Fuzzy? Oh Gott, ja. Oder hier. Oder halt beim dritten Mannschaft. Hüppa! Den kann ich nicht abschießen, ne? Natürlich nicht. Wenn du ihn triffst, vielleicht. Bin mir aber auch nicht sicher, ob das geht. Ich hasse diesen Sprung, der ist dumm. Okay, danke. Ich hab den in Mario's Amazing Adventure voll oft gemacht. Diesen Vulkan-Level, wo man voll wenig Zeit hat, ja. Was? Was? Was war das denn Blödes jetzt? Das ist echt... Ah, oh, der ist echt gemein gesetzt. Oh Gott! Nein! Mama! Tschüss. Scheiße. Okay. Ich möchte diese Welt endlich hinter mich bringen. Ich glaube nicht, dass es einfacher wird danach. Doc. Ja. Das. Ich red mich nicht auf, nein. War abzusehen. Ey, jetzt war das. Oh, dieses Level ist doof. So, du wirst jetzt auf alle Ewigkeit hier nur noch hin und her laufen. Ups. Einfach den Pilz jetzt einmal behalten. Nö. Okay. Nö, ist okay, ich verstehe das. Können wir den Sprung schaffen? Danke. Okay. Damit sollte ich den nächsten Pilz ja auch wieder ziemlich sicher haben, wenn ich mich dann einmal da oben festhalten würde. Das hab ich getan. Ah, oh, Controller, Mann. Ja. Vielleicht wechsle ich für das Level auf einfach kurz auf Tastatur zurück. Das wäre vielleicht auch nicht so dumm. Hui. Das war so eine Scheiße, ey. Wo du damit nur hin musst. Ja. Wo du damit nur hin musst. Ich weiß es gar nicht. Ich hasse dieses Spiel gerade, ne? Was? Ich hasse es. Warum? Ich hasse es. Was kann denn das Spiel dafür? Ich hasse es. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Daneben keine Kuh. Boah, das Festhalten ist halt echt ein Problem mit dem Gamepad, immer da nach oben zu drücken. Oh fuck, Entschuldigung. Kein Ding. Sich gehen und rülpsen gleichzeitig. Kommt sich nicht ganz entscheiden. Kann man machen. Ah, leck mich doch am Zuckerli. Genau. Ah, leck mich doch am Zuckerli. Was steht da drauf? So. Jetzt springe ich von hier unten mal da hoch, dann erwische ich mich nämlich dieser scheiß Dreck. Kack, Fassi da nicht. Dankeschön. Zero. Und hier ist das Leben gewesen. Ne, hier war nicht das Leben. Irgendwo war ein Leben. Das war es später, ja? Jetzt gleich oben rechts. Da ist das Leben. Will ich das überhaupt? Muss da direkt rüber, direkt rüber. Ich will das sowieso. Ich will da, komme ich sowieso hin, okay. Nein! Mama! Aber ich habe das Leben. Insofern kein Verlust. Ja. Wärst du runtergefahren, wärst du nämlich nicht wieder hochgekommen. Ja, das hatten wir von bei dir gesehen. Ah. Ich glaube, nach diesem Part machen wir vor heute aber Schluss. Es hat heute sonst keinen Sinn mehr. Ah, ich kann heute Open End nach 3 Parts. Ich hab keinen Bock mehr. Ja. Bestes Open End. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse diese Viecher und ich hasse das, wenn die noch viel schneller sind. Okay, aber ich nehme dir mal das Level hier ab.
andere finde ich auch nicht besser. Aber vielleicht ja das, was nach Castle 7 kommt. Nein. Mir gefällt das erste Level im Hex sehr gut. Ja, das finde ich auch ganz toll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, du wirfst! Mit Knochen. Okay, so jetzt doch wieder klettern. Wie war es mit Abwechslung vorhin? Ja, richtig. Aber, ja. Ich mach das nur, weil alle Leute Abwechslung scheiße finden. Ah. Dann finden alle mich scheiße. Ich glaube, ich finde sowieso alle scheiße. Ach was. Ganz besonders Darius, der findet mich richtig scheiße. Ich habe mit dem eher noch nicht an der Minecraft-Map wieder rumgewerkelt. Wo es eigentlich nötig ist und vor allem auch möglich. Ja. Irgendwann kommt da auch wieder was. Ja. Ich hatte in letzter Zeit nicht viel Kontakt mit ihm eigentlich. Ich habe letztens mit ihm so eine Spontanaufnahme gemacht. Ja, so ein ganz kleines Spiel war das. Ja, ja, genau. You have 10 seconds oder was. Das war sowieso so eine... Ja. Das ist Free Game. Ja, das auch, aber es war eine sehr interessante Aufnahme. Und ich habe ihm OBS gezeigt. Ja. Aber ich habe mir das Video auch tatsächlich angeguckt. Also nicht ganz, aber ich habe die Hälfte oder so habe ich gesehen. Yay. Ja, genau, dann schießt du. Man trifft. Es ist so ein kleiner Kreis und trotzdem springt man daneben. Es ist unglaublich. Das ist mir vorhin ja auch passiert. Aber du bist jetzt auch so hochgekommen wie ich vorhin. Das war doch schon mal gut. Das sind doch positive Zeichen hier. Aber jeder weiß, dass du schlecht im Mario bist. So. Ich finde es ja gut, dass mir in der Ecke stehen kann. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Tschüss! Oh. So viel Zuschiss. Aber vielleicht ist er jetzt aus dem Screen raus. Da hätte ich auch nichts dagegen. Schauen wir mal. Ich muss, darf jetzt nur nicht springen, wenn gerade die Kugel... Warum blinkt mein Handy? Natürlich, natürlich. Mein Handy blinkt gelb. Ja, das kannst du. Tägliche Snapchat-Nachricht mit wahrscheinlich gute Nacht oder so. Nee. Warum nicht? So, jetzt sehe ich nichts mehr. Das ist auch ganz toll. So. Oh! Oh! Habe ich den gerade runtergescrollt versehentlich? Das ist gar nicht mal so cool. Kannst du wieder nach oben gehen, bitte? Ach so. Scheint so, als hätte eine Freundin von mir ein neues Auto bekommen. Ja, der läuft jetzt automatisch immer runter. Das ist natürlich blöd. Ein neues Auto. Guck mal, wie der auf Drogen ist. Ja, der ist schon ziemlich flott unterwegs. Ciao. Da oben war ein Power-Up, ne? Ja. Nice. So, können wir die Kamera jetzt wieder normal machen, dass ich was sehe? Dankeschön. Okay. Das kriegen wir hin. Jetzt darf auch gerne dann schon die rote Tür kommen. Ich finde, wir haben genug gemacht in dem Level. Wird nicht... Oh Gott. Konnte ich da einfach runter? Ah! Ja, so ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir Spin-Jumping abspringen? Können wir nicht, ne? Grundsätzlich kann man das ja schon, aber... Das wird treffen. Ripples! Ja. Das ist halt auch nicht fair, der Schwung, finde ich. Ja, man müsste halt, wenn er oben ist, dann gerade schnell unten durch. Ja, aber trifft den Zeitpunkt erstmal. Oh, da war ein Spin-Jump. Jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr. Okay, ist hier irgendwo ein Pilz drin? Wenn du halt klein da hinkommst, dann ist das fast der sichere Tod. Ich hätte ihn killen müssen, wenn er da drunter ist, ne? Ah, ich kann ihn nicht killen, so. Scheiße, oh Gott. Also dann einfach hoch. Oh, war ein Schlüssel. War da ein Schlüssel? Ja. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein Schlüssel war. Dann einfach hoch mit mir danach. Wie lange geht der Part schon? 14 Minuten. Ja, scheiße, aber noch eine Viertelstunde oder so. Ich mich quälen muss oder so zum Beispiel. Ich kann mich natürlich auch quälen. Indem ich halt einfach von der Beine runterfalle und nicht wieder dran kletter, weil. Ja. Weil Baum. Weil. Warum sollte man das können? Ja. Ich weiß auch nicht, welches Level ich lieber spielen will gerade. Dwayne The Rock Johnson.
Aber die Abwechslung ist noch gewährleistet, weil von dir hat man das Level ja gerade kaum gesehen, deswegen. Ach Mann. So. Ich bin schon wieder auf 5 Leben, was ist das denn? Ja, wir haben noch kein Level geschafft. Was ist das denn jetzt für eine... Stimmt, wir haben immer noch kein Level in dem Part geschafft, oder? In dem Part nicht, nein. Ja. Aber wir haben... Wir hätten ein Level geschafft, wenn da unten ein roter Switch gewesen wäre und nicht nur eine Feder. Ja, also... Also das, so das Rätsel um den P-Switch haben wir in dem Part tatsächlich gelöst. Ja, wir hätten es ja schon vorher gelöst. Nee, wir wussten ja nicht, was da unten ist. Part durchgeführt. Das war, glaube ich, anfangs dieses Parts, oder? Ja, ich bin halt grüner Burka Mario und ich kann nicht klettern. Ah, wir skillen hier gerade wieder rum. Ja. Scheiß Ninja-Kostüm aus, hier wieder was sieht. So. Wenn man es wenigstens wieder bis hoch zum Leben schaffen würde, würde man ja nichts verlieren. Ja, aber vorher fällt es von der Ranke runter. Ja, hoffentlich nicht. So. So, sehr schön. Ach du blöde Kuh. Nö! Okay, so, den Pilz habe ich da oben jetzt auch wieder ziemlich sicher. Wenn ich jetzt den Sprung nicht noch verkacke, danke. Jetzt gehe ich hier runter, spring von hier aus da hoch. Jetzt sollte das eigentlich auch klappen. Den mit. So. Und dann nehme ich den mit und damit habe ich das Leben jetzt safe. Ist egal, ob er trifft. Völlig egal. Leben ist da. Vielleicht schaffen wir es jetzt ja mal ein bisschen höher. Vielleicht schaffen wir es jetzt ja. Ich schätze die Dinger immer falsch ein. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ah. Wahr sein. Och, Elke. Ich will dieses Level jetzt weg haben, das kriegen wir noch hin. In dem Part. Nach Hause. Wir spielen den Part einfach, bis wir Game Over sind. Oder. Und dann dürfen wir das Vulkan-Level neu machen. Naja, also halt, Safety-technisch kann man natürlich einlassen, aber wenn wir Game Over wären, würde ich den Part beenden. Oder eben dieses Level hier geschafft haben. Und das mit dem Game Over passierte schon dann nicht, wenn wir es immer wieder bis zu dem Leben hier hochschaffen. Deswegen habe ich das gerade so gesetzt, als... Dafür müssten wir also schon relativ oft ziemlich hart verkacken, um das Leben da oben nicht mehr zu bekommen. Das ist mittlerweile durchaus drin. Das sieht doch alles sehr schön aus. Das Leben hast du jetzt auch wieder ziemlich sicher. Ach nee, kommt ja der Quatsch hier noch. Nice. Jetzt hast du das Leben ziemlich sicher. Ich bin auch so eine Labertasche, aber. Ich darf da nicht warten. Ich muss mich quasi. Du darfst nicht warten, nein? Boah. Du musst halt direkt springen. Wenn du es machst, wirst du von dem Ding ziemlich sicher getroffen. Ja, der Hit ist relativ safe. Also heute geht mir der Hack ziemlich hart auf, ich denke, um ehrlich zu sein. Aber man kann es bestimmt auch irgendwie verhindern. Kannst du irgendwie verhindern, leck mich am Arsch. Nee, mach ich nicht. Ach Mann, was war das denn? Stelle an, das Designern kannst du das verhindern. Warum bin ich jetzt gegen den Mancher gesprungen? Grrr. Da würde ich mich noch aufregen, glaube ich. Ach so. Das kann sein. Ah, ich hatte noch so einen schönen Putsch, den muss ich dir nachher zeigen. Amazon wollte mir irgendwas sagen. Ähnlicher Artikel für sie und dann siehst du ganz rechts vom letzten Artikel, der wurde so leicht angedeutet, da das Fenster vorbei war, ne? Ja. Du konntest soeben erkennen, wenn du dich ein bisschen auskennst, dass es eine Flasche Clorox war. Okay. Leicht. Irgendwas wollte mir Amazon sagen. Ja, so versteckte Botschaften. Ja.
konnte halt so eben sehen, dass es Clorox sein könnte. Das ist halt... So. Ich will ja nichts sagen, aber das Leben hast du wieder ziemlich safe. Sag's nicht. Jetzt aber. Jetzt werde ich auf Discord gefragt, ob ich eine Runde golfen möchte. Um ehrlich zu sein, ja, ziemlich gerne gerade. Nicht warten. Oh, das war knapp. Ja! Ja! Genau als du, jetzt! Jetzt das Ziel. Oh, was? Wie gut! Kommt jetzt bitte auch. Oh, ist das. Der hat's aber spannend gemacht. Der hat's echt spannend gemacht. Ach komm! Ja, dass noch mehr Level kommt, ist doch klar. Aber noch mehr Scrolling. Das Problem ist aber, jetzt haben wir wieder einen Levelabschnitt, wo wir kein Leben bekommen nach einer Weile. Zumindest nicht. Das ist nicht nett. Ja, das haut gerade. Oh, sehr gut gerettet. Sehr schlecht gerettet. Da oben gibt's einen Pilz. Ich habe aber keinen Durst gerade. So. Ah. Wo starte ich jetzt hier in Ruhe? Interessante Frage wäre jetzt. Geht das runter? Ey, der Hintergrund sieht echt gut aus. Das scrollt einfach runter, ne? Ey, geil. Kann ich gerade save? Ich muss das kurz ausprobieren. Bitte töte mich nicht, wenn es schief geht. Nein! Ich wollte. Aber es geht. Es geht. Ich wollte hier dann landen. Das ist natürlich auch. Boah, du kannst sogar aus dem Level rausspringen. Test eure Hex Nummer 4. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn jetzt eigentlich hier für ein Raum? Ist das jetzt hier die Wand? Da ist keine Wand mehr. Der wird leer sein. Das ist jetzt einfach. Aber ist das jetzt noch ein vertikales oder was ist das jetzt für ein Level? Das ist ein vertikales Level. Aber es müsste jetzt ja ganz weit nach unten gehen, dann ist es doch beides irgendwie. Nein, es ist vertikal. Im vertikalen Leveln geht es immer ein kleines Stück nach rechts. Okay. Jetzt muss ich nur den Sprung schaffen, aber man kann sich jetzt praktisch am Anfang immer ein Leben holen. Ist das nicht toll? Oh Gott. Yes! So. Oh Mann, oh Mann. Achso, hier wäre mir das gerade lieber, wenn es nicht scrollen würde. Oh Gott. Nein, die ist noch nicht da. Jetzt ist sie da. Hör auf zu schießen, lass mich. Nein! Okay. Du musst halt sofort springen. Wenn du wartest, bist du einfach tot. Weil du noch nicht weißt, was für ein Level kommst, machst du ja nicht sofort irgendwelche Kack-Blind-Jumps, ja? Und wenn du diese Blind-Jump nicht machst, bist du tot. Herzlichen Glückwunsch. Kack-Level. Ja. So ist das. Ja, du kannst dich safe einfach fallen lassen. Oh Mann. Ja, damit hat sich das erledigt mit das Video ist zu Ende, wenn wir Game Over sind. Das Video ist zu Ende, wenn das Wochenende vorbei ist. So lange möchte ich den Part dann doch nicht machen. Sag das nicht. ...24-Stunden-Part. Yay! Nehme ich. Okay. Oh, von darüber jetzt oder was? Bis darüber? Ja. Okay, dann fährt das gleich weiter. Okay. Da ist eine Lücke. Oh Gott, was? Okay. Huiuiui. Müssen wir jetzt gucken, wo überall in der Wand solche Dinger sind. Alter. Okay. So schwer war es jetzt nicht. Das machst du gut. Oh, musst du den benutzen dafür? Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, wie ist das? Mach halt den unsichtbar. Das verstehe ich jetzt nicht. Irgendwie ist das komisch gewesen. Ich hätte jetzt auch gedacht, man muss den Koopa benutzen. Ah! Nice! Bitte sei zu Ende. Bitte sei zu Ende. Natürlich, das ist zu Ende. Sehr gut. Das ist zu Ende. Das ist zu Ende. Du hast es geschafft. Tschüss. Supi gut. Damit beenden wir den Part. Wir gucken zumindest noch, was kommt. Nein. Aber ich nehme jetzt mal an, es geht einfach nur zum Schloss rüber. Das wäre sehr undankbar. Das wäre ziemlich sicher, weil das andere war ja nur ein Secret, ja.
Und dann leck mich am Arsch. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.